Geburtstag. Du bist jetzt dreimal 9 Jahre alt geworden. Ja? Wusstest du noch gar nicht, ne?
Darum bist du jetzt ein Drittel deines Lebens schon volljährig. Eine Wahnsinnszeit. Und was hast du in diesen 9 Jahren deiner Volljährigkeit schon alles erreicht? Du hast die Schule beendet. Wie? Da fragt jetzt keiner mehr nach. Ist ja auch nicht mehr so wichtig. Du hast Karriere gemacht. Du bist wer? Ein starkes Stück. Nach der Schule bist du zur Bundeswehr gegangen. Eine wichtige Entscheidung in deinem Leben. Eine gute Entscheidung in deinem Leben. Denn jeder deutsche Mann sollte zur Bundeswehr gehen. Ja? Sein Vaterland verteidigen im Ernstfall. Und was hast du gemacht bei der Bundeswehr? Du hast den Bundeskanzler bedient. Du hast sogar den Bundespräsidenten bedient. Wer in deinem Alter hat sowas schon jemals gemacht? Bist du dir darüber im Klaren, was du geleistet hast? Nein, das dachte ich. Denk mal in einem stillen Minütchen darüber nach. Und jetzt, wo die Bundeswehrzeit langsam zu Ende geht, was machst du da? Da gehst du zu Versicherung. Du verkaufst den Menschen Versicherung. Hast du darüber nachgedacht, wie wichtig das für deine Mitmenschen ist? Stell dir vor, du würdest es nicht machen. Die Leute würden da auf ihrem abgebrannten Haus, auf ihrem gestohlenen Auto rumsitzen und wären nicht versichert. Sie wären pleite. Aber du bist ja da. Du bist da. Mit dir kriegen sie das Geld wieder. Können sich ein neues Haus kaufen, ein neues Auto kaufen. Ja, da staunst du. Das alles nur durch dich. Durch dein Verantwortungsbewusstsein. Und jetzt, ich möchte dir noch einen Tipp für deine weitere Karriere geben. Mit deinen Connections, die du gesammelt hast, mit deinem Verantwortungsbewusstsein, geh zur Politik. Du bist der richtige Bundeskanzler. Ich würde dich wählen. Einen besseren Bundeskanzler wie dich oder Bundespräsidenten. Eine starke Leistung. Frau Becker, hi. Wir sind von dem Sender gestern spezial, wir hätten gerne ein paar Fragen an Sie gestellt. Ja, also Moment, bevor ich die Fragen beantworte. Es geht einfach nur so, beantworten Sie den durchschnittlichen Mann des Jahres und den Traummann der Frauen. Oh, interessanteres Thema haben Sie nicht gefunden, als hier den Mann des Jahres zu suchen. Das war total, das ist ein Ehemann aus. Ja, aber auch immer. Ja, schon. Aber der sollte halt so auch für den Mann aussehen. Ja, würde ich auch mal so sagen. Ja. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass mein Mann nicht in Ordnung ist, ja. Aber, ja, so müsste halt nicht sein. Mein Mann, der müsste halt so richtig so emotional auf mich einlassen, müsste mit mir sprechen, ja. Auch ab und zu gerne mal so Körnermüsli essen, ja. So irgendwie emotional auf die Kleinen eingehen, ja. Und auch mal so auf Stricksocken stehen, ne? Das macht man. Also, wenn ich mal zusammenfassen darf, suchen Sie einen Mann, der insgesamt, sich mal ab und zu ihm auch unterordnet und ja, das wäre nicht schlecht. Also so in die Richtung stellen oder Familienplanung. Ja, ja, aber so wie ich das will, ne? Also so wie ich das will. Ja, ganz genau. So in allen Gebieten eigentlich das Leben irgendwie so beeilen. So politisch oder sonst wie familiär. Sollte er schon meine Meinung an erster Stelle setzen. Ja, das finde ich okay. Also er darf keine eigene Meinung haben. Nö, fände ich nicht vonnöten, ne? Also ich denke weiter schon, ne? Also auch für den Jungen, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Und wie soll er denn aussehen? Oh, oder ist das für Sie egal? Ja, nee, ganz egal. Man sollte nicht so irgendwie Sachen werden, so Äußerlichkeiten. Aber ich hätte schon gerne einen Mann etwas kleiner, ja, so 1,80 maximal, ja. Schön kurzen braunen Haarschnitt, Mittelschein, ja. Darf ruhig ein bisschen grobe Haut haben, das ist mir egal. Aber er sollte nicht angestellt sein, ja. Das versteht nicht Frau, ja. Da kommt gleich wieder diese fiese Chemie in Frauen. Wissen Sie, was ich meine, ja? Also, er ist jetzt schon da rein. Ja, das finde ich gut, dass wir darüber gesprochen haben, ne? Also, Frau Becker, schönen Tag noch. Gute.
nettes Kind. Ja, ja. Ach, du hast ja keine Augen. Tschüss, nein, ja, Mann. Vielen Dank. Ich gehe weiter. Vielen Dank. Tschüss. Wir gehen jetzt zu dem nächsten Interviewpartner. Vielen Dank. Guten Abend, liebe Nation. Heute Abend sind wir mit unserer Sondersendung, gestern spezial, bei Therese Orlowski zu Gast. Therese Orlowski ist Ihnen durch Funk und Fernsehen bekannt. Seit einigen Tagen sind wir in der ganzen Bundesrepublik Deutschland unterwegs und hören deutsche Frauen zum Thema Mann des Jahres 1991 oder Wie sieht mein Traummann aus? Therese Orlowski ist eine sehr sportliche und elegante Frau und ich denke mir einfach mal, auch sie hat besondere Wünsche oder ein besonderes Interesse daran, mal zu wissen, wie der Mann 1991 aussehen könnte. Ich denke einfach mal, ich gebe Ihnen ein paar Stichpunkte und ja. Sie sagen mir einfach mal, das kommt eventuell hin, da ist ganz meine Schiene oder das lehne ich total ab, ja? Okay. Ich werde jetzt einfach mit Sachen anfangen, wo die meisten deutschen Frauen gesagt haben, so, das wäre eventuell oder das ist er. Also fange ich mal an. Er sollte nicht größer als 1,80 sein. Nein. Er sollte schöne, dunkelbraune Augen haben. Ja. Mittelblondes bis dunkelblondes Haar. Ja. Etwas Naturkrause. Ja. Und bevorzugt Jeansträger sein mit flotten, sportlichen Hemden. Und seine Einkäufe ab und zu auch mal im Ausland tätigen. Ja. Er sollte, wenn es möglich ist, auch gerne reisen oder beruflich unterwegs sein. Ja. Oder unter anderem auch mit vielen jungen Menschen zu tun haben. Ja. Also, liebe Zuschauer, so wie Sie das sehen, Frau Orlowski teilt den Geschmack vieler tausender anderer deutscher Frauen. Und ich denke einfach mal, ich fahre fort, um das eventuell das ganze Repertoire, was Sie bis jetzt so gesammelt haben und ausgewertet haben, zu erweitern. Oh, wie ich sehe, ist es auch ein wenig heiß geworden. Dieser Mann, von dem wir gerade sprechen, der uns natürlich nicht bekannt ist, ist diese Aussetzung muss noch stattfinden. Unser Computer wird damit gespeist und die ganzen Sachen, die wir bis jetzt so gesammelt haben, werden hineingegeben und dann wird dieser vom Computer ausgespuckt. Kommen wir mal nochmal zum Thema Bekleidung. Ich meine, Sie sind eine sehr schicke, elegante Frau. Ja, Sie sind auf dem neuesten Stand, Sie tragen Spitzenbody, mehr oder weniger, und einen ganz tollen Pelzmantel, wunderschöne Strümpfe, wunderschöne, schöne italienische Schuhe. Und ich denke einfach mal so, wie sollte dieser Mann gekleidet sein? Sollte er viele Knöpfe haben? Also nicht der Mann selbst, sondern die Kleidung? Vielleicht, um den Reiz des Aussehens zu verstärken. Ja. Ja? Oder Reißverschlüsse. Aber ich denke daran ganz besonders an die Unterwäsche. Das ist ein sehr heikles Thema, gerade in Deutschland, weil unsere Männer in Deutschland sind etwas Unterwäsche geschädigt. Das heißt, sie sind langweilig. Zu der Unterwäsche nochmal zu kommen, bevorzugen Sie amerikanische Unterhosen? Ja. Mit oder ohne Schlitz? Mit. Mit oder ohne Knöpfen? Ohne. Also für Sie sind Knöpfe ganz passé. Ja. Sie möchten gleich die nackte, sensible Haut spüren. Ja. Weiter. Also meine lieben Zuschauer, Sie sehen, also hier wird es ein bisschen weiter. Heißer, als wir vermutet haben. Das Gespräch nimmt einen anderen Ablauf. Ja. Und ich muss auch sagen, mir ist da auch schon etwas anders. Frau Orlowski kann sich diesen Traum mal so vorstellen in Gedanken, das schon reicht, um ganz andere Sachen hervorzurufen, als wir vermutet haben. Man müsste einfach mal, das ist auch schon ganz anders. Also wenn man die Brille rutscht, das ist ja ein kleiner kühles Haupttropf. Ja. Dieser Mann, ja, soll ja geschmeidige Finger haben, ja? Spielerische Finger, ja? Also nicht so artspieliges Wissen, sondern entdecke mich, ja? Ja. Ja? Ja. Oh, ich sehe schon. Also gut, dass wir das alles hier auch, und glaubt uns das ganz Deutschland nicht, also ich finde das einfach nur wunderbar. Also live habe ich sowas noch nie erlebt, ja, ganz geschweige denn persönlich, ja? Aber ja! Meine lieben Zuschauer, ich kann nur eins sagen, machen Sie, egal was wir da machen, lassen Sie stehen liegen, suchen Sie nicht Ihren Partner. Wir haben Gott sei Dank noch unseren Kameramann, Herrn Ziesel, dabei. Für mich ist die Zeit auch abgetan. Oh. Guten
Ich weiß nicht, ob ich mit meinem Kollegen besonders günstig komme oder ungünstig. Wir kommen von gestern spezial. Wir machen eine Umfrage, wie sieht der Mann 1991 aus oder wie sieht Ihr Traummann aus? Oh, lassen Sie mich doch mit dem in Ruhe, Mensch! Oh, ich denke, hier ist irgendwas Tragisches passiert. Darf ich mich einen Moment zu Ihnen setzen? Ja, darf ja. Gut, also ich denke einfach mal, Sie haben ein Problem, oder wie sehe ich das? Ach nee! Was meinen Sie, wo das Ding hier sitzt und heute so wie ich aussehe? Ja, dass Sie Heu trinken vielleicht. Nee, so ein Arschloch, so ein 1,80-Fusel. 1,80-Fusel, Sie wollen uns jetzt damit sagen, dass wir verlassen worden sind. Ach, ja, Kerlmensch, 1,80 groß, der sieht gar nicht so hässlich aus. So blonde Haare und Brille mit so ein paar Geheimratsecken. Verpiss dich einfach! Ich stehe hinter der ganzen Verwandtschaft da und meine Mutter ist extra von drüben gekommen. Oh, ich denke einfach mal, meine Damen und Herren, so kann das Schicksal einen auch spielen, ja? Ich denke aber, das ist sehr tragisch, was wir jetzt hier live erleben. Können Sie uns diesen Mann eventuell näher beschreiben? Ist es vielleicht der Traummann, den vielleicht Millionen deutscher Frauen suchen, den Sie vielleicht hätten heiraten können heute, der sich auf gut Deutsch vom Acker gemacht hat? Der hat sich nicht vom Acker gemacht. Der war in Brasilien und hat sich da ein Kakao und Mädel da angelacht und weiß auch nicht, was sie an ihm finden. Alle gucken dem hinterher und ich habe mich schon gewundert, dass er mich heiraten will. Aber ja, vielleicht halt doch nicht. Ich denke einfach mal, das ist ganz schön tragisch, was sie nicht. Also ich habe sowas noch nie erlebt. Vor allen Dingen so live und stehen. Ja, da haben Sie wahrscheinlich recht. Also ich bin auch irgendwie ganz konfus. Ich glaube, ich auch. Weil ich auch mal, weil ich das irgendwie ein bisschen ertrug. Der größte Tag einer Frau im Leben. Und dann passiert dann so was. Das ist verheiratet. Nee, ich sehe es ganz gerne. Ja. Irgendwie schon traurig, aber ich weiß auch nicht. Können Sie uns dann vielleicht beschreiben, wie Ihr Traummann auf ein neuer vielleicht aussieht? Eigentlich so wie er war. Mit Brille. So nett, 1,80 groß. Immer gut angezogen. Dunkelblonde Haare. Geheimratsecken. Und so weiter. Gentleman muss er auch sein. Ja, liebe Damen und Herren, ich denke, das ist ein sehr ereignisvoller Abend hier. Ich denke, wir bleiben auch ein bisschen beisammen. So, Anna. Tun Sie mal. Ich kann es jetzt gebrauchen. Also, liebe Nation, das hat alles heute ein wenig anders geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich bin schon, hören Sie bitte mal. Ich bin schon ein bisschen mitgenommen. Auf der Suche nach dem Traummann 1981 ist uns natürlich sehr viel passiert und alles, aber das ging doch dem Ganzen die Krone auf. Zum Wohl, liebe Nation. Ich hätte auch so gerne den Mann. Und so, Mann. Nun, liebe Damen und Herren, heute Abend sind die Aufnahmen und die Gespräche mit deutschen Frauen abgeschlossen worden. Wir werden gleich in unserer Sendezentrale unsere ganzen Besprechungen, Ergebnisse etc. eingeben in den Computer und warten dann darauf, bis alles ausgewertet ist, wie der Mann 1991 aussehen wird. Natürlich haben unsere Aufnahmen eine Menge Schicksale begleitet, die wir überhaupt nicht irgendwo eingeplant oder einkalkuliert haben. Ich bin noch dabei, den letzten Schock zu verdauen. Meine emotionale Reaktion darauf, weil mit solchen Sachen rechnet man einfach nicht. Meine Devise heißt deshalb, auch für die nächsten Jahre, weil ich noch nicht verheiratet bin, weil Millionen Frauen noch nicht verheiratet sind, gibt der Chance noch... Nein, das war anders. Entschuldigung. Gibt der Liebe noch eine Chance. Sie sehen, ich bin noch ganz konfus, muss mir noch ein paar Tränchen abputzen, aber das tut nichts zur Sache. Wir sehen uns eventuell heute Abend wieder oder eventuell sogar noch einen Kollegen von uns.
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und für Ihre Aufopferung, für Ihre Offenheit zu unserem Paar und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Abend. Ihre Elke Böcker. Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Der Augenblick ist da. Die Auswertung der erfragten Meinungen zu unserem Thema Wer ist der Mann des Jahres 1991 kann nun erfolgen. Abermillionen Daten wurden auf diesem Stapelpapier zur Niederschrift gebracht. Diese Daten werden verglichen mit dem Mann in Deutschland, der die meisten Eigenschaften, die die Frauen sich in Deutschland wünschen, auf sich zuordnen kann. Wir werden nun mal damit beginnen. Die Spannung ist groß. Der Kollege von der Regie hat auch schon Schweißperlen auf der Stirn. Komplizierte Technik ist das. Der neueste Schrei von der FIFA. Nee, IFA. Egal. Klack. Während die Auswertung erfolgt, gebe ich ab zu Harry. Harry. Wir kommen zur Prognose. Unsere Prognose sieht so aus, dass auch der Computer nicht in der Lage sein wird, eine genaue Auswertung zu vollziehen. Die Anforderungen an den Mann von heute sind so different, dass die voluminöse Expansion subteral-agrarökonomischer Produkte in reziproker Relation zu ihrem intellektuellen Niveau ihrer kollektiven Kultivatoren steht. Deswegen gebe ich nun wieder ab zu meinem Kollegen. Klasse, Harry. Ganz klasse heute wieder. Unser Harry. Ich glaube, die Auswertung ist da. Ich schaue mal rein und ja, sofort. Moment. Die Spannung steigt ins Unermessliche. Harry hört wieder Musik. Da ist die Auswertung. Die Auswertung 1991. Alle schauen zu. ABC, NBC, alle haben sich zugeschaltet heute Abend. Direkt in unser Studio in Spich. Oh. Das Telefon, einen Moment. Hallo, hallo? Ja? Regie! Ja. Was soll ich den Zuschauern sagen? Holen Sie gleich nochmal an. Was? Meine Damen und Herren. Die Aussicht. Platz 5. Arnold Schwarzenegger. Platz 4. Helmut Kohl. Platz Nummer 3, Woody Allen. Und, das wird ihn sicher freuen, auf Platz Nummer 2, unser Bobbele aus Leimen, gell? Ja. Aber nun, der Mann des Jahres 1991 ist Thomas Schröder aus Siegler. Nein. Ja, Harry, da staunst du, gell? Nun, meine Damen und Herren. Den kenne ich. Echt? Ja, kein privates Gespräch hier. Nun, meine Damen und Herren, dieses Ergebnis kam natürlich für Insider nicht unerwartet. Selten bewegte sich ein Mann mit einer solchen Sicherheit auf dem gesellschaftlichen Parkett unserer Zeit. Bestechend durch seinen Erfolg, gerade in der Waschstraßenbranche, verstand er es, die Frauen auf seine Seite zu bekommen, wenn nicht sogar in sein Bett. Was? Telefon, Entschuldigung? Ja. Nein. Wie ich gerade höre, kann Herr Schröder nicht zu einem Interview in unser Studio kommen. Denn Herr Schröder öffnet heute seine 1000. Waschstraße. Außerdem hat Herr Schröder heute Geburtstag, von wo wir aus hier nochmal herzlich gratulieren möchten, nicht wahr? Auch du, Harry? Ja, ich möchte auch. Das habe ich mir gedacht. Harry. Ich muss Schröder recht herzlich zum Geburtstag gratulieren. Wie danke, gesagt, Harry. Danke, Harry. Danke, Harry. Die allerbesten Wünsche zu seinem Geburtstag. Harry, danke. Was? Ja. Nun, mit dieser Wahl, die er nun haushoch laut unserer Computerliste gewonnen hat, mit 0,5% Vorsprung vor Woody Allen. Boris Becker. Nein, zu Boris Becker hat er nur 0,2 Vorsprung. Ich wollte das Ergebnis nicht ganz so, ja? Entschuldigung. Nun, mit diesem Wahlsieg, mit diesem bestechenden Wahlsieg, wird er wahrscheinlich einen lukrativen Einstieg in die Modellagenturen der Welt finden. Wie wir schon erfahren haben, haben sich Zeitschriften wie Playgirl und Zeig mal, ne? Schon Interesse bekundet, ihn in der nächsten Ausgabe ablichten zu wollen. Nun, meine Damen und Herren, ich hoffe, wir haben Sie gehalten. Ich gehe weiter zum Fußball. Harry. Schönen guten Abend. Ich gehe weiter zum Fußball. Ich muss das Glas auf den Kopf stellen. Kannst du oder nicht? Ich kann es väterlich sein. Er meint
Sie etwas verlegen. Danke. Danke. Ja, dann nehmen wir das mal. Irgendwo verwegen aus. Seid vorsichtig. Komm her oder nicht? Wo ist denn mein Bier? Nick hat bitte Mensch. Papa hat mein Bier auch. Mama hat Fetsch. Andrea, ist das mein Bier da oder ist das dein Bier? Das ist mein Bier. Und das war's. Alle Frauen. Ja, was haben wir mal hier ganz in Poison. Entlohnt sich die Ehe. Was ein Gesicht! Das ist immer schön, das ist Don Johnson aus Toast. Da sehe ich doch das Rote. Wo ist die Rede? Wo ist die Rede? Nicht zu Unrecht. Heute nicht dabei. Ja, ist uns. Dummas, du. Das ist aber gut. Guten Abend, liebe Nation. Guten Abend. Wetter. Das Wetter von morgen und gestern. Davon ausgehend, dass in der Bundesrepublik im. Entschuldigung. Go. Wetter. Das Wetter von morgen und gestern. Davon ausgehend, dass in den Bundesrepublik kein Go. Wetter. Das Wetter von morgen und gestern. Davon ausgehend. Dass in den bundesrepublikanischen Wohnungen und Häusern in den durchschnittlichen Temperatur von 22 Grad. Ja, bei der Frostversicherung. Oh Mann, Steffi. Guten Abend, liebe Nation. Heute Abend sind wir zu Gast mit unserer super Show Spezial gestern. Gut, zurück. Heute Abend sind wir zu Gast mit unserer super Sendung Spezial. Scheiße, gestern Spezial, wieder, ich habe wieder überlegt, ne? Ich wollte es erst anders sagen. Gestern Spezial. Liebe Nation, wir melden uns heute wieder mit diesem aktuellen Thema, was wir seit einigen Tagen, stopp. Gestern Spezial. Nein, das wollte ich. Guten Abend, liebe Nation, heute Abend sind wir zu Gast bei Teresa Orlowski mit unserer super Sondersendung Gestern Spezial. Seit einigen Tagen haben wir in der ganzen Bundesrepublik Deutschland eine Umfrage gestartet zum Thema Mann des Jahres 1991 oder Wie sieht mein Traummann aus? Ornella Orlowski ist Ihnen bekannt aus Funk und Fernsehen. Und nun möchten wir Sie, liebe Frau Orlowski, einmal zu diesem Thema befragen, wie Ihr Traummann ausschaut. Ja, soll ich Ihnen einfach ein paar Stichpunkte geben? Sollte er vielleicht... Steffi, lacht dich ab nochmal neu. Ja. Ornella Orlowski. Ja, Ornella Mutti. Naja, egal. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Nation. Wir